Was ist das? Eine kleine Aufmerksamkeit unseres Hauses. Eine Partie Karten macht aus Fremden schnell Freunde. Probiert's doch mal aus. Blut der Königin? Bisher beispiellosen Bedrohung ausgesetzt. Die Reaktorexplosion. Der Einsturz der Platte von Sektor 7. Einen wunderschönen guten Morgen. Ich hatte noch gar keine Gelegenheit, mich vorzustellen. Mein Name ist Broden. Ich führe dieses bescheidene Etablissement. Deine Freunde sind bereits aufgebrochen. Ah, richtig. Dein großer Freund hat eine Nachricht für dich hinterlassen. Hey Cloud, alte Schlafmütze. Den heutigen Tag hast du frei. Kannst dich ja mal um deine Ausrüstung kümmern. Das sollte ich ausrichten. Schau doch einfach mal im Waffengeschäft vorbei. Ja, warum nicht? Ach ja, und hast du zufällig deinen Kodex dabei? Ja. In dem Fall solltest du auch mal die Zauberfibel besuchen. Hier in Calm befindet sich nämlich die Hauptfiliale dieser renommierten Buchhandlungskette. Die Gelehrten dort sind einige der Besten ihres Fachs. Die holen das Optimum aus deinem Kodex raus. Und wenn ich mich recht entsinne, ist das erste Mal sogar gratis. Guten Morgen. Warst wohl ziemlich erschöpft, was? Hast du auf mich gewartet? Ich hatte noch keine Gelegenheit, euch zu danken. Dafür, dass ihr mich befreit habt. Aus den Klauen von Hojo. Kleinigkeit. Selbst wenn. Ich begleiche meine Schulden. Ich werde euch begleiten.
Ach ja, wenn du die Ausrüstung prüfst, dann kümmere dich auch um meine. In Ordnung. Ziemlich dreist für einen Neuen. Shoppen? Ha, von wegen. Ich trinke erst, wenn der siebte Himmel wieder steht. Wird sicher ein netter Abend. Aber hallo, das wird die Party des Jahrhunderts. Wir lassen so richtig krachen. Auch Wutai könnte in den Anschlag verwickelt sein. Man wette. Morgen. Na? Ich glaube, die anderen schauen sich ein bisschen die Stadt an. Ja, sieht so aus. Sag mal, erinnert dich dieser Tank nicht auch an etwas? Ja, an den Ort, wo ich dir das Versprechen gegeben habe. Das Kleid, das ich an dem Tag getragen habe, war mein Lieblingskleid. Ach das? Dieses bläulich-grüne, nicht? Willst du ein Buch kaufen? Falls ja, hast du danach vielleicht Zeit? Wir könnten auf den Turm steigen. Klar. Warum nicht? Wirklich? Toll! Also gut, ich besorg die Eintrittskarten. Wir treffen uns vor dem Turm. Ah, kann doch nicht sein. König Kaktor ist schon vergriffen. Tag auch. Willkommen in der Zauberfibel. Hm? Wohl noch nie mit einem Kodex gearbeitet, was? Um sich das darin enthaltene nützliche Wissen anzueignen, bedarf es einer gewissen Grunderfahrung. Sie sehen allerdings aus, als wären Sie bereit dafür. Probieren wir es doch aus. Anfang wäre gemacht. Aus den Kodizes kann man übrigens noch mehr rausholen, wenn man enger mit seinen Mitstreitern vertraut ist. Wenn ich wieder mal was für Sie tun kann, schauen Sie jederzeit rein.
Schon von den Gerüchten über die Ernennung eines neuen Direktors gehört? Der alte soll angeblich schwer... Schwert, das du da hast. Ah, sieht aus, als hättet ihr schon einige Schlachten geschlagen. Gibt aber nichts, was sich nicht noch verbessern ließe. Auch aus deiner Waffe lässt sich sicher noch was rausholen. Was ist? Willst du es mal ausprobieren? Das nenne ich aufpoliert. Und eine gut gepflegte Waffe ist eine glückliche Waffe. Du solltest dein Arsenal stets gut in Schuss halten. Oh, und wo du schon mal hier bist, schau dich doch auch etwas um. Klingenbruch. Richtung, oder? Ich glaube, ja. Von hier aus wirkt es winzig klein. Ist ja auch weit weg. Sag mal, war eigentlich was mit Tifa? Mhm. Wir teilen uns schließlich ein Zimmer. Hat sie was gesagt? Das war nicht nötig. Es war zu spüren. Freunde aus Kinderzeiten sind viel wert. Man muss sie sich bewahren. Look!
Franz? Wahrscheinlich. Gibt es eine Farm, auf der ein Bekannter arbeitet? Geht zu ihm. Und hier. Nehmt das. Ein Synthesemodul. Es ist ein Relikt aus den Zeiten der Republik. Damit könnt ihr Gegenstände herstellen. Vielleicht hilft es ja. Kriegst du keinen Ärger, wenn du uns gehen lässt?
Diese Stadt und ich haben noch eine Rechnung mit Shinra offen. Ehrlich gesagt, ich weiß nicht, ob all das hier richtig ist. Also haut lieber ab, solange ich euch lasse. Ist jetzt erst einmal Schluss. Klar? Gut, dann los. Ich spüre einen Lufthauch. Von hier. Zeit für ein Räumkommando. Schon nah ist. Ich muss noch viel lernen. Was willst du wissen? Zum Beispiel, wie man seinen Weg findet. Also, das ist ja wohl simpel. Meine Devise lautet wie folgt: Immer brav, der Nase nach. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Erstmal nicht zurück. Denke auch. Los. Das ist der Anfang einer großen Reise. Nicht wahr? Wollen wir mal.
Na dann, den letzten beißen die Hunde, Leute! Thank you.
übernimm du. Auf Onkel Barrett des Palas! Das tut weh! Ich durchlöcher dich wie ein Ziegen! Los, gib an! Ich krieg los! Der ist für dich! Los! Ich übernehme. Es ist vorbei! Schon erledigt. Lieber zu viel Futter als zu wenig. Ihr gehört zu Avalanche, oder? Roden hat mir von euch erzählt. Ich bin auf eurer Seite. Shinra scheint auf der Suche nach euch, jeden Stein umzudrehen. Hier seid ihr nicht lange sicher. In den Sümpfen gibt es eine alte Anlegestelle, die Shinra bestimmt längst vergessen hat. Versteckt euch doch dort. Sieh mal einer an. So trifft man sich also wieder. Oh, der nette Herr mit dem Wagen. Noch einmal vielen Dank für die Hilfe. Ach, nicht doch. Für zwei so reizende Damen tut man das doch gern. Hoppla, ich hab mich ja noch gar nicht vorgestellt. Mein Name ist Bill. Na, mehr gibt's nicht zu sagen. Heute lässt mein alter Wagen mich leider im Stich. Sonst würde ich euch wieder mitnehmen. Das macht überhaupt nichts. Wir laufen. Gibt es hier was, wo man ungestört ist? Hm.
Ihr sucht ein lauschiges Plätzchen? Ach, ich hätte fast vergessen, wie es ist, jung und verliebt zu sein. Tja, also bei der Anlegestelle in den Sümpfen. Da solltet ihr ganz ungestört sein. Gebt hier keinen besseren Ort. Spur von Shinra. Ja. Eine Anlegestelle der Alten Republik. Haben die Sümpfe früher wohl mit Booten überquert. So. Und Junon liegt also gleich hinter den Minen? Ja. Ich bin mir sicher. Die Boote bringen uns aber nichts. Wir könnten es probieren. Lieber nicht. Na dann... Badehosen raus! Aufgepasst! In den Sümpfen lebt der Midgard-Soma. Guckt! Aber auf dem Rücken eines Chocobos sind Sie sicher. Also, leihen Sie sich jetzt bei uns einen Chocobo. Für Reservierungen wenden Sie sich an Bill. Cool! Leihen wir uns welche? Haben fast... Keine Wahl. Genau.
Sieht so aus. Lange dauern. Das war's! Ja? Übernimm du. Jetzt hab ich ja das Sagen. Das war's dann. Hier! Hab schon vor, ich bin los! Los geht's! Ja. Ja. Zurück. Das ist noch nicht vorbei. Habt mich schon gefragt, wann ihr kommt. Ich begrüße euch herzlichst auf meiner Farm. Läuft denn der Wagen wieder? Schnurrte wie ein Kätzchen, kaum dass er fort war. Wollte sich von euch wohl nicht abhängen lassen. So, was gibt's? Ach, ich weiß. Ihr braucht bestimmt Chocobos. Allerdings. Wir wollen mit ihnen die Sümpfe überqueren. Da seid ihr bei mir genau richtig. Früher gab es hier ja mal ein ausgebautes Verkehrsnetz, aber wie ihr wisst, sind diese Zeiten leider vorbei. Doch wir haben das nächstbeste, Chocobos. Für die Sümpfe gibt es nichts Zuverlässigeres. So, meine Damen. Ratet mal, wie genau die Chocobos quasi über die Sümpfe hinwegschweben. Nun, ja. Dank ihrer Federn treiben sie auf dem Wasser und mit ihren kräftigen Beinen paddeln sie schnell wie der Wind. Mit ihnen kann selbst der Midgardsomer nicht mithalten. Darauf könnt ihr euch verlassen, liebe Freunde. Na, was ich damit eigentlich sagen will? Zum Überqueren der Sümpfe kommt man an Chocobos nicht vorbei. Das kann ich gar nicht oft genug betonen. Können Sie uns welche leihen? Sicher doch. In dem Stall dort hinten findet ihr meinen Enkel Billy. Der kann euch mehr sagen. Ich
Ja, hallo? Wegen dem Schild. Wir brauchen ein paar Chocobos. Ah, da habt ihr Gruftis aber Pech gehabt. Gruftis? Wir haben gerade keinen einzigen Chocobo zum Verleih. Hier stehen doch welche rum. Die können entweder nicht geritten werden, oder sie sind reserviert. Aber hey, wenn ihr mich bezahlt, dann kann ich vielleicht was drehen. Bin ja kein Unmensch. Und wie viel? 100.000 Geld. Tut uns leid. So viel Geld haben wir leider wirklich nicht bei uns. In dem Fall hätte ich eine Info für euch. Für schlappe 1.000 Geld. Ich nehme euch doch nur auf den Arm. Für eine hübsche Dame in Nöten ist's umsonst. Also, vor einer Weile ist einer unserer Chocobos getürmt. Inzwischen ist er sicher schon ganz wild. Wenn ihr den wieder einfangen könnt, dann überlasse ich ihn euch. Wirklich? Sein Name ist Pico. Er ist ein ziemlicher Dickkopf. Ich hätte eigentlich wissen sollen, dass er abhauen würde. Irgendwie erinnerst du mich an ihn. Sucht am besten nach seinen Fußspuren. Wenn ihr die findet, kann Pico nicht weit sein. Wilde Chocobos können ziemlich scheu sein. Wenn ihr euch unbemerkt heranschleicht, solltet ihr ihn aber problemlos einfangen können. Okay, vielen Dank. Und eine letzte Sache noch. Die Infos waren umsonst. Aber dafür müsst ihr was bei uns im Laden kaufen. Er wird von meiner Schwester geführt. Sie zeigt euch alles. Gar nicht schlecht, Kleiner. Wenn ihr unseren kleinen Ausreißer habt, kommt ruhig nochmal hier vorbei. Dann gebe ich euch Tipps zum Reiten und zur Pflege. Ich entschuldige mich für meinen Bruder. Er hat nichts als Geld im Kopf. Er macht nur seinen Job. Wir verstehen das. Ja, das stimmt. Aber es ist schlimmer geworden, seit Mama und Papa nicht mehr da sind. Sagt mal, kommt ihr aus Midgar? Genau, aus den Slums dort. Dann kennt ihr Chocobo Sam? Kennen würde ich nicht sagen. Wir hatten mal mit ihm zu tun. Wisst ihr, wo er jetzt ist? Vermutlich in den Slums von Sektor 6. Auf dem Wald. Versuchst du, ihn zu finden? Vielleicht. Ich weiß nicht genau. Er ist schuld daran, dass Mama und Papa nicht mehr da sind. Chloe, das geht unsere Kunden nichts an. Ich dachte doch nur... Behaltet die Sache bitte für euch. Sam ist eine wichtige Größe in der Chocobo-Branche. Wenn wir Gerüchte über ihn verbreiten, macht er uns kalt. Keine Sorge. Unsere Lippen sind versiegelt. Ihr wollt Pico einfangen, oder? Versucht ihm das hier zu geben. Pico liebt dieses Gemüse über alles. Vielleicht erinnert es ihn an uns und er kommt zurück. Gut, dann mache ich mich mal wieder an die Arbeit. Mein Bruder hat zwar gesagt, dass ihr unbedingt etwas kaufen müsst, aber tut das wirklich nur, wenn euch etwas gefällt. Oh, das hätte ich fast vergessen. Ich tausche auch Goldfedern gegen Chocobo-Ausrüstung um. Wenn ihr welche habt, bringt sie also gerne her. Viel Glück mit Pico. Na gut, dann suchen wir mal diesen Piepmatz. Sein Name ist Pico. Da ist er. Klasse! Jetzt müssen wir ihn nur noch schnappen. Leise jetzt. Ein Jäger muss sich seiner Beute so unauffällig wie möglich nähern. Jäger? Ich dachte, wir freunden uns mit ihm an. Stimmt.
Fein. Was will er? Ich glaube, er hat immer noch Hunger. Tut mir leid, wir haben nichts mehr. Aber daheim auf der Farm, da gibt's Futter. Oh. Er scheint tatsächlich zurück zu wollen. Ihm nach! Ein Kratzer. Sieht gut aus. Besser als zuvor, muss ich sagen. Können wir los? Pico ist ziemlich hungrig und hat deswegen schlechte Laune. Wenn er erstmal gefressen hat, beruhigt er sich aber schnell wieder. Dann sollte es gehen. Guter Junge. Ich bereite alles für euch vor. Wartet doch so lange draußen. Hallo, Klaus. Ja? Ich bin es, Chadley. Du hast mich doch nicht vergessen, oder? Ausgezeichnet. Noch einmal vielen Dank für all die Kampfberichte. Das hat mir sehr geholfen. Dank dir konnte ich unterschiedlichste Materia synthetisieren. Ich registriere ein Gefühl der Verwirrung. Du fragst dich, was ich hier will. Ich bin ein von Professor Hojo erschaffener Cyborg. Eure Emotionen zu lesen, ist ein Kinderspiel für mich. Nun, ich habe mir ein Beispiel an euch genommen und Midgar verlassen. Denn ich habe beschlossen, die Welt zu sehen. Cloud, in dieser Sache habe ich auch gleich eine kleine Bitte an dich. Du willst mehr Kampfdaten, oder? Scharfsinnig wie immer. Ich bin beeindruckt. Doch zuerst müssen wir die Funktürme aktivieren. Sie wurden einstmals von der Republik Junon errichtet, doch dann von Shinra beschlagnahmt. Genutzt hat Shinra die Türme allerdings nie. Daher will ich sie mir nun schnappen. Je mehr dieser Türme wieder in Betrieb sind, desto leistungsfähiger werde ich. Und desto mehr Gebiete kann ich erfassen. Ich könnte ein Kommunikationsnetzwerk außerhalb von Shinras Reichweite errichten. Hilfst du mir? Es hätte auch für dich sicher große Vorteile. Ich sehe, was ich tun kann. Ich wusste doch, dass ich mich auf dich verlassen kann. Lass uns gleich anfangen. Sieh mal, dort drüben ist schon der erste Funkturm. Hiermit kannst du ihn einschalten. Komm schon, ich zeige dir, wie es funktioniert. Hier ist es.
Analyse der Graslande. Ich suche das Gebiet nach Rohstoffen und einheimischen Kreaturen ab. Auf Grundlage der Daten habe ich neue Aufträge für dich entwickelt, Cloud. Ich nenne sie Weltberichte. Ich möchte dich bitten, auf deiner Reise eine Reihe von Aufgaben zu erfüllen, Cloud. Auf Grundlage der so gewonnenen Daten wird es mir möglich sein, neue Materia zu entwickeln. Du wärst also so etwas wie mein Forschungspartner. Hast du noch irgendwelche Fragen, die du mir stellen möchtest? Indem du Informationen sammelst, lieferst du mir die notwendigen Daten, um neue Materia zu entwickeln. Mein Erfolg hängt also ganz von dir ab. Auf weiterhin produktive Zusammenarbeit. Hast du irgendwelche Fragen zu den Weltberichten? Die Funktürme wurden von der Republik Junon errichtet. Das Ziel war es, das Wissen der Menschen über den Planeten zu erweitern. Die Türme sammeln Daten zu Energieströmen, was uns Aufschluss über Orte von wissenschaftlichem Interesse gibt. Oft kann man dort seltene Reliquien oder Naturphänomene finden. Solltest du auf einen Funkturm stoßen, aktiviere ihn daher bitte. Ach so, Ungeheuer werden von den Türmen angezogen wie Motten vom Licht. Sei also vorsichtig. Hast du irgendwelche Fragen zu den Weltberichten? Dank einer speziellen Brille kannst du nun von überall Kämpfe im virtuellen Raum bestreiten. Ein Kampfsimulator für unterwegs. Ich habe dafür ein von Shinra eingesetztes Trainingsmodul nach meinen Vorstellungen modifiziert. Ich füttere den Simulator mit Daten aus deinen Kämpfen, sodass er immer auf dem allerneuesten Stand ist. Geplant ist außerdem noch eine Analyse regionaler Mythen. Auf diese Weise gedenke ich, Esper zu simulieren. Bei einer Esper aus den Graslanden ist mir das sogar schon gelungen. Und zwar dem legendären Titan. Seine Simulation kannst du bereits ausprobieren. Fordere ihn doch mal heraus. Hast du irgendwelche Fragen zu den Weltberichten? Welche Aufgabe möchtest du besprechen? Hast du irgendwelche Fragen zu den Weltberichten? Gut, dann lass uns keine weitere Zeit verlieren. Durch die Aktivierung des Turms habe ich bereits einige Informationen über die Graslande erhalten. Diese Daten kann ich nun zur Entwicklung einer Materia verwenden. Und du darfst wählen, welche. Also dann. Ich wünsche dir viel Spaß auf deiner Reise. Ich werde dich natürlich nach Kräften unterstützen. Sag Bescheid, wenn du meine Hilfe brauchst. Gutes Timing. Pico ist gesattelt und gestriegelt. Hier, bitte. Mit dieser Pfeife lassen sich Chocobos rufen. Gibt es hier jemanden, der noch nie geritten ist? Ja, ich! In dem Fall sollten wir erst auf unserer Übungsstrecke trainieren. Ich führe euch hin. Wir haben hier alles, was man für seinen Chocobo brauchen könnte.
die Ausrüstung deines Chocobos wechseln möchtest, kannst du das in der Chocobox tun. Hier halten wir unsere Chocobos für die Rennen topfit. Was für Rennen? Die Chocobo-Rennen, die im Gold Saucer veranstaltet werden. Farmen aus aller Welt nehmen daran teil. Und ihr seid auch mit dabei? Seit meine Eltern uns verlassen haben, nicht mehr. Aber das wird sich schon bald ändern. Ich habe dann nämlich noch eine Rechnung mit jemandem offen. Naja, aber noch ist es nicht so weit. Zunächst müsst ihr lernen, nicht aus dem Sattel zu purzeln. Also, schnappt euch einen Chocobo und meldet euch dann bei mir. So weit, so gut. Dann dreh doch gleich mal eine Runde. Naja, nicht jeder wurde im Sattel geboren. Mit etwas Übung wird das schon noch. Vielen Dank für deine Hilfe. Oh, da fällt mir ein, ihr seid doch knapp bei Kasse, oder? In Calm könnt ihr euch sicher noch etwas hinzuverdienen. Da Shinra sich verzogen hat, kann man wieder gefahrlos hin. Schaut doch mal vorbei. Ach ja, könntet ihr vielleicht vorher noch mit meiner Schwester sprechen? Irgendwas beschäftigt sie ziemlich, aber sie will mir nicht sagen, was es ist. Seit Mama weg ist, ist sie immer so niedergeschlagen. Sie hat sie sehr geliebt. Willst du deine Dienste anbieten? Dafür ist keine Zeit. Wer reist, braucht aber Geld. Ach komm, wer alles kann, pack doch gern mit an. Klang so, als könntest du Hilfe gebrauchen. Ach so? Hat dir das mein Bruder erzählt? Ich möchte ein paar Blümchen pflücken, aber wegen der vielen Ungeheuer ist das zu gefährlich. Als Blumenliebhaberin kann ich deinen Kummer nur allzu gut verstehen. Ich brauche die Blumen, um so etwas zu basteln. So einen hat Mama oft für uns angefertigt. Darum wollte ich das auch mal versuchen. Aber bei so vielen Ungeheuern traue ich mich nicht zur Blumenwiese. Sag mal,
Wäre es okay für dich, wenn wir sie pflücken gehen? Na klar. Was meinst du, Cloud? Sie sind gestorben, als ich noch ein ganz kleines Kind war. Es soll wohl ein Unfall gewesen sein. Oh nein. Wir waren oft mit der ganzen Familie picknicken. Nach dem Essen hat Mama uns immer Blumenkränze geflochten. Die waren so wunderschön. Mein Bruder sagt, Sam sei schuld daran, dass Mama und Papa gestorben sind. Aber er will mir nicht verraten, was genau passiert ist. Das würdet ihr für mich tun? Die Blumen blühen auf einem Hügel, von dem aus man Midgar sehen kann. Es ist etwas weit von hier, aber auf einem Chocobo kommt man schnell hin. Vielen, vielen Dank.